Schönen guten Abend in die Runde hier und ins Internet. Wir haben jetzt ungefähr 20 Minuten vor uns, in denen uns du, Annika, erzählen wirst, wo wir Trinkwasser finden und wie das mit OpenStreetMap geht, wenn es nicht überall so einfach ist, wie hier auf der Konferenz Wasser zu finden. Genau, ich würde einfach direkt auch an dich übergeben. Und 20 Minuten wirst du reden. Danach haben wir noch etwa 10 Minuten, wo wir noch Fragen beantworten können, wenn ihr welche habt. Genau. Dann, ja. Bitteschön. Vielen Dank. Genau, wie ihr wahrscheinlich schon im Programm gesehen habt, ist mein Thema oder der Vortrag, wo finde ich Trinkwasser oder vielleicht auch wie finde ich Trinkwasser. Und ich möchte euch ein bisschen dazu erzählen, warum es denn wichtig ist für mich, für uns, Trinkwasser im öffentlichen Raum zu finden und wie jetzt in dem Projekt, das ich gerade mit OpenStreetMap mache, auch so ein bisschen der Prozess war. Also wie bin ich reingekommen und genau, wie ist denn auch so dieses Kollektive hinter diesem Prozess. Erstmal so zum Nachhaltigkeitshintergrund, warum denn Trinkwasser, Leitungswasser? Seit den 1970er Jahren hat sich der Verbrauch von Flaschenwasser in Deutschland mehr als verzehnfacht, was ihr hier auf der Grafik seht. Und das ist ja eigentlich einfach verrückt, wenn man überlegt, was für tolles Wasser wir haben und auch was dieser Leitungswasser oder dieser Flaschenwasserkonsum auslöst. Und zwar bedeutet es, dass wir in 5 Sekunden 1400 Mineralwasser-Plastikflaschen auf dem Müll landen. Visualisiert, ich finde immer so Visualisierung ganz wichtig, ist das so hoch wie der Berliner Fernsehturm. Für diese Wasserflaschen, alleine für die Produktion davon, braucht man ca. 320 Millionen Liter Erdöl pro Jahr. Generell ist die Plastikindustrie einer der größten Verbraucher in Europa für Öl und Gas. Und ja, das muss sich einfach ändern. Zusätzlich haben wir bei Mineralwasser in Flaschen auch einen sehr hohen CO2-Ausstoß, weil neben der Flaschenproduktion wird es ja auch oft von sehr weit hergekarrt und auch dann zum Supermarkt hin und nach Hause. Und ja, wenn man Leitungswasser hat, dann seht ihr, man hat viel weniger Schritte, man hat einen viel kleineren CO2-Ausstoß. Und ja, deswegen hat sich unser Verein vor 10 Jahren gegründet, weil man eben diese guten Gründe hat. Also man spart CO2, man spart Plastik, habe ich gerade schon erklärt. Zusätzlich ist es um einiges günstiger. Es ist bequem, man muss nicht Kisten schleppen. Es hat Top-Qualität und es ist einfach also wirklich so dieses, ja, wir haben auch den Spruch, imagine you could save the world by being cheap and lazy. Es ist so niedrigschwelliger, jeder kann es tun und dafür muss man für Nachhaltigkeit dann nicht mal irgendwie auf was verzichten. Und wie machen wir das? Also wir, habe ich jetzt noch gar nicht vorgestellt. Ich komme vom Verein TipTip e.V. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und haben das Projekt Wasserwende zum Beispiel, das gefördert ist durch die Nationale Klimainitiative. Und wir machen Bildungsarbeit, wir klären auf, wir beraten zum Beispiel auch Unternehmen, die auf Leitungswasser umsteigen wollen. Ja, wir engagieren uns in der Blue Community, in der Aktiven und im Bündnis Exit Plastik auf politischer Ebene. Und ja, wir sorgen dafür, dass es mehr Trinkorte oder wir wollen dafür sorgen, dass es mehr Trinkorte in Deutschland gibt. Ein wichtiger Teil davon ist jetzt eben das OpenStreetMap-Projekt, wo ich die Leitung übernommen habe, weil ja, es muss nicht nur mehr Trinkbrunnen geben im öffentlichen Raum, was ja jetzt auch beim Thema Hitze total wichtig ist, sondern es muss sie auch finden können. Es gab 2020 eine kleine Anfrage von einer Partei, die gesagt hat, ja gut, wie viele öffentliche Trinkbrunnen gibt es denn überhaupt? Und da war so, ja, so 1200, niemand weiß es genau. Es ist nicht wirklich einheitlich verzeichnet, wo sich diese Brunnen befinden. Also hier in Berlin sind sie zum Beispiel auf Google Maps eingezeichnet. Dann gibt es verschiedene Apps wie die Karte von morgen oder Trinkwasser unterwegs. Aber das ist alles sehr zerstückelt, wie es ja leider oft mit solchen Dingen ist. Genau. Und wir haben halt gesagt, gut, warum nicht OpenStreetMap? OpenStreetMap ist ein super Gedanke. Es ist also kurz für die, die es vielleicht nicht wissen, das ist ein Projekt, das 2004 ins Leben gerufen worden ist. Es ist eben ein freies Projekt und eine Datenbank für freie Geodaten. Also ganz wichtig ist eben hier dieser Stichpunkt Open Data, Open Database License und auch ganz wichtig dieser Community-Ansatz. Also dass es ein gemeinschaftliches Projekt ist, wo jeder und jeder beitragen kann.
Und dann letzten Endes kann diese Datenbank sowohl für freie als auch für kommerzielle Karten und Apps genutzt werden. Gut, dann also ich habe kurz zu meinem Hintergrund, ich habe Geografie studiert. Es ist dann ja okay, dann kennst du dich ja mit Karten aus. Ich mag auch sehr gern Karten. Ich bin auch mit GIS ein bisschen bewandert, aber OpenStreetMap war auch neu für mich. Deswegen war dann für mich auch erstmal die Frage, wie sind denn diese Dinge, also die Trinkorte, ich nenne es jetzt meistens Trinkorte, weil ich alles einschließen will, es sind meistens so Trinkbrunnen. Wie sind die denn in OpenStreetMap erfasst? Und dafür möchte ich kurz das Prinzip erklären. Trinkbrunnen oder Trinkorte sind nämlich als Drinking Water eingetragen und diese Keys oder diese Tags im OpenStreetMap, die sind immer zusammengesetzt aus dem sogenannten Schlüssel Amenity, was hier wie so eine Annehmlichkeit heißt, und den Wert dazu, Drinking Water. Und das ist dann praktisch, man setzt einen Punkt. Was man hier sehen kann, das ist sehr klein, da oben so rot umkreist, ist dann so ein Punkt, den man setzen kann. Da ist ein Trinkbrunnen und der bekommt dann dieses Haupttag Drinking Water, oder auch auf Deutsch geht es auch Trinkwasser. Zusätzlich kann man dann, wie man hier auf der linken Seite sieht, eben auch noch hinzufügen, ist der Trinkbrunnen barrierefrei, in welcher Jahreszeit läuft er, kann man seine Flasche auffüllen. Genau, also das musste ich mir erstmal anschauen, wie funktioniert das, wie zeichne ich die Trinkbrunnen ein. Dann wollte ich mal eine Bestandsaufnahme machen, wie viele von diesen Trinkwasserorten gibt es denn bereits in Deutschland in OpenStreetMap. Was sich leider als gar nicht so einfach für mich auch als Neuling rausgestellt hat, weil wenn ich auf OpenStreetMap einfach Trinkwasser oder Drinking Water eingib, dann zeigt mir das nicht alles an. Methoden, wie man das machen kann, sind zum Beispiel über die App Osmond oder es gibt auch eben andere Apps, das war eben die, die ich nutze und wo ich auch weiß, das nutzen auch mehrere. Da kann man diese POIs, diese Points of Interest mit Trinkwasser sich angucken oder so Apps wie Overpass Turbo oder wie ich es letzten Endes gemacht habe, um diese nicht besonders schöne Karte, aber diese Karte zu erstellen, um eine Übersicht zu haben, ist zum Beispiel über QGIS, das ist auch ein Open Source GIS-Programm, wo man mit dem Plugin Quick OSM eingeben kann, ich möchte bitte die Amenity Drinking Water für Deutschland. Also so muss man sich das ein bisschen zusammensuchen, aber es klappt und dann konnte ich rausfinden, es gibt bereits 5482, wo habe ich es jetzt hingeschrieben? Genau, gibt bereits einige Trinkorte. Aber was bedeuten eben diese Trinkorte? Man muss da nämlich genauer hinsehen, wenn man sich die Tabelle anschaut, ist das manchmal ein bisschen speziell. Also ich habe mir ein Beispiel mal hier aufgeschrieben, weil es heißt ja nur Drinking Water und wie gesagt, jeder kann es eintragen. Und eine Beschreibung, die ich ganz interessant fand, war zum Beispiel, Rohr aus dem Permanent in ein Becken plätschert. Trinkbarkeit? Kein Schild. Aber laut Ortskundigen trinkbares Quellwasser, nicht einfach eine Umweltpumpe. Das stand da eben als Kommentar in diesem Punkt dran und das fand ich ganz interessant, um sich auch mal also Gedanken drüber zu machen. Gut, wir müssen eben nicht nur gucken, dass alle Trinkorte eingezeichnet sind, sondern sich auch mal überlegen, wie ist das definiert. Und das ist dann eben auch so ein Prozess, den man dann irgendwie auch in der OpenStreetMap-Community diskutieren kann. Es gibt zum Beispiel im englischen Raum, also wenn man in der Wiki guckt, auch die Bezeichnung Drinking Fountain, Amenity Drinking Fountain. Also es gibt viele verschiedene Aspekte, die da eben mit reinfließen zu diesem Trinkwasser, wenn man sich darüber Gedanken macht. Ich habe es gerade schon angesprochen, die Community, das ist nämlich ganz wichtig eben bei OpenStreetMap, dass das eben ein gesellschaftlich getragenes Projekt ist oder also von einer großen Gruppe. Da gibt es, die tauscht sich aus über Forum, über Chatgruppen. Es gibt aber, die Wiki ist ganz wichtig, vielleicht erst noch zu sagen, da stehen eben so Guidelines drin und Infos, wo man sehr viel finden kann. Für mich sehr wichtig oder generell auch einfach sehr toll ist, dass es eben auch wirklich lokale Gruppen gibt, wo man hingehen kann, die sich teilweise eben auch treffen, wie hier in Berlin und wo man sehr schön
Naja, also ich habe da ganz tolle Tipps und Hinweise bekommen und Anleitungen und Unterstützung und deswegen war das eben auch, also fand ich das, dachte ich auch, ich finde es cool, hier darüber zu sprechen, wie das eben so als kollektiver Prozess eigentlich funktioniert. Auch noch hiermit aufgeführt habe ich den Foskis-Verein, weil das ist eben auch wichtig und aktiv, also habe ich jetzt auch immer wieder, bin ich drauf gestoßen sozusagen. Und das ist auch ein Verein, der sich für offene Geodaten einsetzt und auch dann praktisch da mitwirkt. Wie sieht die kollektive Arbeit dann bei unserem Projekt sozusagen aus? Also wir haben da verschiedene Methoden gestartet, verschiedene Prozesse, um eben zu sagen, wir brauchen Leute, wir brauchen dieses Kollektiv, um die Sachen einzutragen. Dazu haben wir eine Webseite gestaltet oder eine Unterseite auf unserer Webseite. Ich habe eine Anleitung geschrieben, wo man schreiben kann, wo man sagen kann, wie funktioniert das? Dadurch war es für mich auch nochmal ein bisschen klar und habe es nochmal nachvollziehen können. Genau, und da können jetzt eben Leute draufschauen und sich das angucken und selber einen Trinkort einfügen. Ein wichtiger Punkt ist eben auch, weil, wie schon erwähnt, ist dieses Suchen oft ein bisschen komplizierter, und wenn man dann jeden einzelnen Trinkbrunnen händisch in OpenStreetMap suchen muss und gucken, ist er da oder ist er nicht da, kann es ein bisschen schwierig werden, also ein bisschen, vor allem wenn es wie in Berlin eben 200 Trinkbrunnen sind. Und deswegen habe ich eben auch Datenabfragen an Wasserversorger und Kommunen geschickt, um zu sagen, gebt mir doch gerne mal eure georeferenzierten Daten. Dann kann ich das über auch wieder QGIS abgleichen und habe das dann hier in dem Fall eben für Berlin gemacht und habe die dann kategorisiert, Brunnen, die noch nicht in OpenStreetMap sind, die in OpenStreetMap und in diesen Daten sind. Und dann gibt es eben, wie gesagt, auch Punkte, die sind dann nur in OpenStreetMap. Es ist die Frage, die Daten, die ich bekommen habe, waren nicht ganz so aktuell. Vielleicht war da jemand schneller als die BWB in ihrer Datenaufbereitung. Oder es ist eben so ein bisschen so ein dubioser Punkt, wo jemand mal gesagt hat, habe ich das Wasser getrunken, bin ich gestorben, trage ich als Trinkwasser ein. Also genau, das macht es aber um einiges leichter, dass das ein bisschen geordnet, also ein bisschen abzufragen. Diese Daten nutze ich dann eben vor allem auch für Maprolet. Das ist so eine Plattform, wo man dann eben so kleine Tasks machen kann. Und da kann man dann praktisch sehen, ihr seht jetzt hier, ist so ein bisschen gebündelt, aber jeder einzelne Punkt ist da praktisch ein Task, der das hier widerspiegelt, wo ich dann eben die Aufgabe gebe, hey, hier ist ein Punkt, der ist noch nicht in OpenStreetMap, aber schaut doch mal nach. Ich habe ein kleines Online-Seminar gegeben für Leute, die interessiert waren, weil für viele scheint dieser Prozess oft ein bisschen komplexer, wenn sie nur die Anleitung sehen, und dann einfach mal zu zeigen, hey, so mache ich das, einfach mal einen Punkt eingetragen, so schwierig ist es gar nicht. Wir nutzen auch gern Social Media, das da mal zu zeigen. Ist natürlich ein bisschen schwieriger, wie ihr seht, da geht dann relativ viel Text rein. Ich bin jetzt auch kein Social Media Experte, aber kann man auch mal machen. Kurzes Fazit, wie läuft's? Ich habe von ein paar Städten auf jeden Fall Daten bekommen. Ich habe auch schon ein paar Rückmeldungen bekommen von Leuten, die eher dann noch nicht so aktiv waren, zum Beispiel die bei Wasserversorgern arbeiten. Da habe ich meinen Anruf auch bekommen, hey, ich bin gerade dabei, so einen Brunnen einzutragen. Funktioniert gerade irgendwie nicht so, helfen wir mal bitte. Also es gibt auf jeden Fall Rückmeldungen, noch nicht so viel, wie wir uns wünschen würden, aber es ist auf jeden Fall jetzt auch der Plan, ein bisschen gezielt daran zu gehen, zu gucken, wo gibt es viele Brunnen, wo kann ich Daten abfragen, wo finde ich dann auch gezielt Leute. Deswegen alle, die hier sind oder die das sehen oder zuhören, macht gern mit bei der Wasserwende und auch beim Projekt und unterstützt uns. Wenn ihr irgendwo Trinkbrunnendaten habt, wenn ihr vielleicht bei einem Wasserversorger arbeitet und die mitschicken könnt, sehr gerne. Tragt aktiv Trinkbrunnen ein, macht euch das vielleicht als kleines Projekt in einer Gruppe oder auch alleine. Teilt das Projekt an Leute, wo ihr denkt, das könnte interessant sein.
Und ja, generell zum Thema Leitungswasser, trinkt alle Leitungswasser, das ist das Beste. spricht mit anderen darüber, weil manchmal denkt man da gar nicht drüber nach, obwohl es so einfach ist. Macht Trinkorte sichtbar, öffentliche, und ja, man kann bei uns im Verein auch Fördermitglied werden. Das ist jetzt, genau, vielleicht auch, kann auch mal. Schaut auf jeden Fall gerne bei uns vorbei, ihr könnt mir auch schreiben. Und genau, wenn es noch Fragen gibt, ich glaube, ich bin ganz gut in der Zeit, dann hat es jetzt noch auch Zeit für Fragen. Ja, vielen Dank erstmal an dich. Habt ihr denn Fragen? Genau, ich würde vielleicht genau zu dir kommen gleich und dann auch bündeln, wenn es noch mehr Fragen gibt. Schauen wir mal. Ich habe das auch alles sonst hier nochmal auf so einem kleinen Flyer zusammengefasst. Also wenn ihr noch nicht bei mir heute oder gestern beim Stand wart, genau, könnt ihr euch gerne auch noch mitnehmen. Hallo, ich bin Alejandro, ich komme aus Spanien. Ich komme aus Spanien und bei mir in die Bergen, wo meine Familie herkommt, es ist ein Tal, wo viele Wasserquellen sind. Aus der Erde kommt Wasser und dann die haben manchmal mit so wie Wassertank vor Bewasserung, vor die Vielhaltung, ne? So damit die können trinken. Aber gibt es immer einen Teil, die meistens trinkbar Wasser ist. Was ich gemacht habe, es ist in Google Maps, man kann Orte einfügen. Und dann habe ich alle die Wasserquellen, die ich kenne, markiert als eine Route, so damit die Leute, die da hingehen zum Wandern, das liegt 15 Minuten entfernt von Madrid. So, jedes Wochenende kommen viele Menschen und einfach zu Wandern, Pilze sammeln und solche Dinge. Ne? Und dann im Sommer, das Problem ist, es ist warm da, sehr warm. Ne? Und wenn du am Wandern bist, du weißt nie, wo eine Wasserquelle liegt. Weil in der Stadt, man hat immer eine Spetti oder sowas, aber da gibt es nichts. Dann hatte ich das eingefügt. Ich habe fast 30 Orte eingefügt. Ja. Und nach 3 Monaten habe ich eine Benachrichtigung von Google Maps, dass mehr als 200.000 Menschen hatten die Orte, die ich eingefügt habe, angeschaut. Ich habe mir gedacht, wow, ich bin ein Influencer jetzt. Und ich frage mich, oder ich wundere mich, warum haben sie es nicht durch Google Maps gemacht und eine ganze Infrastruktur selber entwickelt? Welche sind die Vorteile davor? Sie gleich noch eine Frage? Ach so. Machen wir eine zweite Frage noch dazu und dann antworte gerne. Ich habe in der Zeit mal, also vorher und jetzt während du gesprochen hast, ein bisschen auf der Webseite gestöbert und ich wollte dich kurz dazu fragen. Es gibt einmal das Projekt selbst, dann gibt es die Orte zum Wasserfinden, die es schon gibt, aufgelistet. Und dann hast du die Anleitung gemacht, wie man das alles so machen kann. Und was ich noch nicht ganz durchschaut habe, entschuldigt, wenn ich da den anderen hinterher bin, wie kann ich deine Trinkwasserkarte jetzt sehen oder kann ich das noch nicht? Oder ist das ist einfach schon auf OSM drauf? Muss ich dafür die OSM-App offensichtlich installieren und dann einfach gucken? Oder muss ich da noch einen Filter einstellen? Das habe ich jetzt eben verpasst. Danke. Ja. Vielleicht, bevor du antwortest, noch ganz kurz für euch. Die Veranstaltung geht ja eigentlich bis um 20:30. Wir haben ein bisschen später angefangen und hiernach ist auch nichts in diesem Raum. Deswegen, also genau, haben wir gesagt, wir nehmen uns gerne noch 5 bis 10 Minuten Zeit. Wenn ihr aber gehen müsst oder wollt, dann geht natürlich. Aber sonst würden wir noch so bis um 20 vormachen ungefähr. Gut, dann zu deiner Frage. Also es ist super, dass das wirklich so gut geklappt hat auf Google Maps. Und gerade sowas wie Wanderer oder Fahrradfahrer, die ja oft irgendwie Wasser brauchen, das war auch so ein bisschen unser Gedanke, dass das eine gute Idee sein könnte. Wir haben uns für OpenStreetMap eben entschieden, weil es eben frei und unabhängig ist. Also es war auch wohl im Gespräch, mal über Google zu gucken, aber da steht eben dieser große Konzern Google dahinter. Und weil wir eben auch ein kleiner Verein sind, unabhängig sind, dann haben wir gesagt, gut, wir wollen das über so eine Datenbank machen, die eben offen ist und frei ist sozusagen und wo auch jeder beitragen kann. Dadurch hast du natürlich es ist vielleicht ein bisschen weniger dirigiert,
aber du hast halt auch wirklich die Möglichkeit, dass da jeder mitmachen kann. Und es ist zum Beispiel eben auch wichtig, wenn man so einen Trinkort einträgt, dass man dann am besten vor Ort ist. Also deswegen sage ich eben, ich möchte es als kollektives Projekt machen, weil wenn mir jetzt die Stadt Augsburg an ihre Trinkbrunnen schickt, ist es für mich schwer. Also ich kann die nicht einfach hochladen oder ich will die nicht einfach eintragen, weil wer weiß, ob die Daten so genau sind oder stimmen. Und deswegen suche ich dann eben, habe ich jetzt zum Beispiel Kontakt mit den Geografiestudierenden in Augsburg, die da ein kleines Projekt zu machen wollen. Und da ist es dann natürlich auch, dann haben auch diese die Möglichkeit, in OpenStreetMap einfach reinzugehen, ohne dann sich auch an Google anzubinden oder sowas. Und das war so der Gedanke. Genau. Also eigentlich relativ simpel, aber ja. Und zu deiner Frage. Es gibt von uns jetzt noch keine Karte zu den Trinkbrunnen. Da ist die Idee, das vielleicht mal, also es gibt eben verschiedene Möglichkeiten oder Anbieter, die sagen, du kannst eine Karte auf deine Website machen und eine Abfrage über OpenStreetMap machen, die dann praktisch deine Punkte, die du haben willst, widerspiegelt. Das wollen wir vielleicht auch irgendwann noch machen, aber an sich ist es nicht unsere Karte. Also das ist eben auch das Schöne, es ist eine freie Karte und es gibt keine eigene OpenStreetMap-App zum Beispiel. Also du kannst es über den Browser anschauen. Da ist es nur eben, wie gesagt, schwierig, Trinkwasser zu finden. Da gibt es dann, also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Also entweder du hast eine OpenStreetMap-App und kannst diese Punkte abfragen oder es gibt noch die Webseite MapComplete. Die ist so ein OpenStreetMap-Viewer, da kannst du kategorisch zum Beispiel Trinkwasser eingeben, dann zeigt es dir auch, wenn du ranzoomst, nur die Kategorie Trinkwasser sozusagen. Und dann, genau, also gibt es eben noch andere Karten, die mit Trinkwasser arbeiten. Die, was du auch meintest, was ich auch aufgelistet habe auf der Seite, da sind eben nicht alle drauf und das ist mehr so ein anderes System, über das das arbeitet. Hier ist noch eine Frage. Überlegt euch auch gerne, ob ihr noch mehr habt. Keine Frage, mehr eine Anmerkung. Also, dass wir Daten in der OSM sammeln, ist ja nicht nur dafür Leute, dass sie anschauen, sondern das sind offene Daten und damit kann weiter geforscht werden zum Beispiel. Also, wenn jetzt die Frage ist, es sollen mehr Trinkbrunnen eingerichtet werden in der Stadt, oft kann die Stadt gar nicht sagen, wie viele Trinkbrunnen sie selber hat. Und wenn du Student bist und möchtest gerne Daten haben von deiner Stadt oder von NRW oder ganz Deutschland, dann kannst du in die OSM gehen und die Daten nutzen. Dann kannst du sehen, wie viele Trinkbrunnen es wohl gibt. Deswegen muss man das immer so ein bisschen trennen zwischen, was ich als User jetzt sehen kann und was ich mit meiner Spende oder mit dem Eintrag eigentlich bewirken kann. Also es ist häufig viel mehr als nur für mich jetzt, dass ich jetzt mal ein paar Trinkbrunnen sehe. Ja, stimmt. Super Anmerkung. Genau, das eben auch nochmal. Also, weil es ist eben auch, wie ich gelernt habe, in erster Linie auch wirklich eine Datenbank. Also es geht nicht nur um die Karte, es ist, genau, und das kann dann vielfältig genutzt werden. Ja. Wie ist denn die gesetzliche Grundlage? Also ist es nicht sogar so, dass man das Wasser, was nicht trinkbar ist, ausgewiesen sein muss? Also wenn jetzt irgendwo eine Quelle auf dem Rennsteig oder irgendwo im Wald ist, dass die grundsätzlich trinkbar ist, außer es steht dran kein Trinkwasser. Und dann ist es eventuell trotzdem Trinkwasser, nur eben entspricht halt, also wird halt nicht geprüft sozusagen. Also ja, da nochmal die Kriterien und ob jetzt zum Beispiel so Restaurants oder so, die haben ja grundsätzlich auch Trinkwasser, aber eine Freundin von mir hat nach den Sommerferien aus der Schule was getrunken und dann irgendwie Probleme gehabt. Also nicht wegen dem Wasser, sondern wegen den Leitungen. Und also das alles zu prüfen, stelle ich mir als Herausforderung vor und vielleicht auch wegen der Haftung oder irgendwie sowas. Ja, vielleicht. Genau, wir machen danach, würde ich sagen, nicht noch eine Runde. Das heißt, wenn es jetzt noch eine Frage gibt, nehmen wir noch eine. Ansonsten ist die letzte. Wer mag noch? Oder Anmerkung darf es auch gerne sein. Erweiterung. Noch einmal, genau. Welche OpenStreetMap für die Trinkwasserdinger würdest du denn empfehlen? Also gibt es unterschiedliche, oder?
Also wenn die Frage nicht so sinnvoll ist. Dann. Nee, es ist... also unsinnvolle Fragen gibt es ja nicht. Nee, aber genau, also wenn ich das auch richtig im Kopf habe, stimmt es, was du meintest, dass in Deutschland an sich an Brunnen oder so Stellen dran stehen muss kein Trinkwasser, also oder nicht trinkbar, sonst, oder nein, es muss dran stehen Trinkwasser, sonst ist es nicht trinkbar. Und dann, ja, dann ist eben immer die Frage, ist es dann auch entsprechend geprüft. Also da ist natürlich gut, also da sind dann natürlich zum Beispiel so Trinkbrunnen, deswegen eben sind sie auch so Trinkbrunnen wichtig, weil die sind oft in der Verantwortung dann eben von der Kommune oder von Trinkwasserversorgern. Also ich weiß spezifisch hier in Berlin, sind wir im Austausch auch mit den Wasserbetrieben, die die Brunnen hier betreiben, und die werden eben regelmäßig wirklich gewartet und desinfiziert und geprüft, und die sind eben wirklich an den richtigen Leitungen auch angeschlossen. Das ist ja bei anderen Brunnen oft das Problem, dass dann vielleicht die Rohrleitung, also deswegen ist bei so Straßenbrunnen, die werden jetzt teilweise saniert in manchen Städten. Ich weiß zum Beispiel in Freiburg haben die oft so als also Straßenbrunnen saniert, dass die aus den Rohren auch wirklich trinkbares Wasser rauskommt. In den Häusern ist es eben das Problem, weil das liegt dann an der Verantwortung der Hausbesitzer, und vor allem Häuser, die früher als die 70er Jahre gebaut sind, haben oft alte Leitungen und nicht so gute Leitungen, und da muss man schauen. Es gibt zum Beispiel ja auch jetzt für Wasserabfüllen, ich weiß nicht, ob ihr das Refill-Prinzip kennt, es gibt so Refill-Stations an Cafés oder an Läden, sind dann so Sticker dran, da steht dann Refill Station, und die haben gesagt, hey, es ist okay, wenn man bei uns reinkommt, um eine Flasche abzufüllen. Diese Refill Station findet man auch auf der Karte von morgen zum Beispiel, und da, die sagen eigentlich, also da sollten natürlich die Ladenbesitzer verstehen, dass ihre Leitungen okay sind. Auch vielleicht interessant zu wissen oder auch weiterzugeben, finde ich immer wieder, jedenfalls hier in Berlin, kann man kostenlose Wassertests anfordern, wenn man kleine Kinder zum Beispiel zu Hause hat oder schwanger ist. Also genau, wissen wenige, deswegen gebe ich es einfach mal weiter. Und wegen Anwendungen, genau, also wie gesagt, dieses Osmond finde ich eine ganz gute App, weil man das da eben diese Punkte, also sonst kann ich es dir auch gleich gerne nochmal zeigen. Und sonst Trinkwasser unterwegs, das ist eben von dem Bund Deutscher Wasser, Energie und Wasserversorger. Da ist eben wirklich, also die sagen, wir stellen sicher, dass es wirklich sichere Trinkbrunnen sind. Also das, und genau deswegen finde ich die noch ganz gut. Und ansonsten kann man auch oft regional suchen. Also oft haben die das dann, die Städte auf ihrer Webseite oder so weiter. Oder wie gesagt, in Berlin sind sie auf Google Maps. Das findet man auch über die Seite im Wasserbetrieb. Ja, gut. Dann auf jeden Fall vielen Dank euch. Tragt Trinkbrunnen ein, trinkt Leitungswasser und habt noch einen schönen Abend. Ach.